Hallo, hallo und herzlich willkommen bei mir. Ich bin Delliger und ich spiele heute Drakensang. Ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht gerade ein kleines Rauschen hört. Nicht wundern, das ist wegen den schönen Wellen und dem Sandstrand, den man hier ganz deutlich sieht. Ne? Okay, gut. Ja, ich habe hier schon einen Charakter, der heißt Belega. Wie denn sonst? Ist mein Magier, den habe ich vor einiger Zeit mal angefangen, aber hab dann aufgehört zu spielen. Ihr wisst ja, wie es ist. Alltag fängt wieder an, die Zeit geht einem aus und dann, ja, vernachlässigt man leider so etwas. Aber jetzt habe ich wieder vor, es anzufangen. Und erstmal mit dem neuen Charakter. Vielleicht spiele ich irgendwann einfach mal mit Belegar zwischendurch mal ein bisschen. Vielleicht level ich sie noch einfach und mache ein bisschen PvP später. Wobei ich das erst gestern gemacht habe und ich muss sagen, ich bin echt schlechter drin. Deswegen würde ich mir jetzt erst einfach nochmal einen neuen Charakter erstellen, einfach von vorne anfangen, einfach nochmal ein wenig die Skills üben. Ja. Klicken wir erstmal hier drauf. Es gibt hier den, also Drachenkrieger, was eigentlich im Prinzip wie ein ganz normaler Krieger ist. Der Zirkelmagier ist auch nur ein Magier. Wir haben hier einen Waldläufer, also einen Bogenschütze und was meines Wissens nach relativ Neues ist der Dampfmechanikus. Ja gut, er ist etwas besonders. Ich glaube, Krieger und Magier und hier der Kundschafter erklären sich ein bisschen von selbst. Der hier, der schießt hier mit seiner Kanone und kann nebenbei sich noch Geschütze aufstellen, die dann zusätzlich den Feind noch Schaden machen. Ja, aber ich habe vor, einen Krieger zu machen. Geschlecht kann so bleiben. Ah, ich glaube, Haare würde ich noch etwas abändern. Hat er, glaube ich, schon was im Kopf. Na, die ganz normalen schwarzen Haare. Zwar nicht die vom Anfang. Ja, mache ich so. Bart kann man auch so lassen. Name ist jetzt zwar nicht der von meinem Kanal und eigentlich auch nicht mein normaler Gaming-Name, aber es gibt ja schon einen Belegar. Ja, nämlich Lachsen. Hab ich irgendwas vergessen? Geschlecht? Hautfarbe. Hautfarbe. Habe ich noch gar nicht richtig drüber nachgedacht. Ja, nee, ich glaube, das kann man so lassen. So viele Einstellungen gibt es hier nicht. Auf der einen Seite nicht ganz so geil, aber auf der anderen, ich weiß nicht, wer es kennt, aber ich bin so ein Typ, wenn ich mir bei einem Spiel immer so einen Charakter erstelle, brauche ich manchmal echt so, naja, eine halbe, dreiviertel Stunde. Ist hier einfach ein Vorteil, dass man nur vier Sachen einstellen kann. Gut, stellen wir mal. Was? Wie, der existiert schon? Ach komm, jetzt wird's schwer, jetzt wird's schwer. Da würde ich kurz Pause machen und es dann einfach rausschneiden. Ich überlege mir noch kurz einen Namen für euch, Leute. Weil ich gerade echt überfragt bin. Ich dachte echt, Laxen hat keiner. Ich meine, wer kommt denn auf den Namen außer ich? Ah, okay. Gut, dann schneide ich das raus und wenn ich einen Namen habe, dann bin ich wieder dabei. So, da bin ich dann auch wieder. Habe jetzt ein bisschen rumüberlegt, ein bisschen rumgeschaut. Bin auf den Namen Sirius gestoßen. Sollte auch passen. So, erstellen. Ja, jetzt aber. Jetzt funktioniert es doch. So, Verbindung wird aufgebaut. Ich glaube, jetzt sollten wir sowieso erstmal in ein Tutorial kommen. Ja, gut. Ich laufe hier mit meiner linken Maustaste. Die Sicht kann ich auch nicht verändern. Die ist immer so von oben herab. Ja, gut, hier liegt gleich schon mal jemand. Baba, der redet ein bisschen zu viel. Und jetzt sehe ich hier, dass ich hier hin muss. Das ist also eine Karte. Greif ein Monster mit Linksklick an. Also da, wo ich auch laufe, greife ich auch ganz normal das Monster an. Gut, das ist altbekannt. Umso mehr Erfahrung, umso höher sind wir. So, hier warten gleich zwei auf uns. Die chillen aber auch recht mit dem Angreifen. Was, da habe ich noch gar nicht drauf geschaut, ich habe ja noch keinen Krieger gehabt. Was ist denn das hier? Wutpunkte.
Ah, und die verliere ich jetzt wieder, okay? Also ich glaube, die bekomme ich, indem ich hier Monster schlag. Mal schauen, was gleich passiert, wenn sie voll sind. 100. 100 von 100. Ah, da war was. Ah, da war was. Ich mal das erste Item verpasst. Landen automatisch im Inventar. Öffne hier mit der linken Maustaste der Schnelltaste I. Klick mal I. Gut. Hier sieht man auch, wie viel Schaden es mehr gibt. Hauen wir mal rein. Ah, okay, das sah jetzt eigentlich aus wie so ein Zweihänder. Ja, okay, aber hier steht auch Haupthand. Deine Kampfkraft zeigt an, wie stark du im Kampf bist. Wo ist denn die? Wo ist die? Wo ist die? Da. Ah, okay. Dieser Wert berechnet sich aus deinen Basiswerten, sämtlichen Ausrüstungsteilen, Edelsteinen sowie allen Fertigkeiten und Talenten. Okay, also 304 KK. Das klingt eigentlich schon mal irgendwie viel. Aber ja, so wie wir ausgerüstet sind, naja. Also wie gesagt, ich habe das Spiel echt schon länger nicht mehr gespielt, nicht wundern. Ja, gute Frage, was ist eigentlich mit den Punkten? Bekommen wir da noch Fähigkeiten irgendwann dann dazu oder auch? Puh. Ja, ich glaube, das erklärt sich aber noch irgendwie im Laufe des Spiels. Hier sitzt ja schon mal wieder jemand. Ja gut, Fragezeichen heißt Abgabe. Also können wir jetzt abgeben, Quest abschließen, bekommen auch ordentlich Erfahrung und können die nächste Quest hier wieder annehmen. Sag mal, kann man hier irgendwas einsammeln? Sieht fast nicht so aus. Zerstören kann man auch nichts. Okay, ich muss wirklich für jeden Schlag muss ich klicken. Das heißt, ich kann nicht anklicken und dann schlägt der einfach dauernd weiter. Ich muss ihn wirklich bei jedem Schlag neu anklicken. So, und das war jetzt doch ein besonderer, oder? Also das sieht ja auch schon anders aus. Ich weiß noch, mit dem Magier bin ich da immer geflüchtet und habe währenddessen mit meinen Skills geschossen. Das heißt aber ein ordentlicher Loot. Und die Erfahrung kann man so stehen lassen, ja. Hier angezeigt, ja okay, die Lebenspunkte. Sphären der Heilung, heil mich anscheinend, okay. Gut, das ist nett. Da muss man sich wenigstens nicht immer die ganze Zeit irgendwelche Tränke holen. Kann man dann auch irgendwie so machen. Da warten sie auch schon wieder und hier geht's nicht weiter, okay. Ja, okay, das sieht man ja auch oben auf der Karte. Aber eine Tür hätten wir auch hinstellen können vielleicht. So. Mal schauen, was jetzt passiert. Ah ja. Bewegen kann ich mich auch nicht mehr. Grimax Stab ist mein. Ah ja. Okay. Auf die Leben. Ich dachte, wenn ich jetzt einen Krieger mache, der wird bestimmt im PvM ganz gut sein, weil der einiges aushält. Ja, okay. Sieht ja auch zurzeit so aus, als würde er einiges aushalten. Laufen wir ein bisschen drum rum. Na, da kommt man schon wieder ein bisschen XP bekommen. Und jetzt sind wir Stufe 2. Zerschmettern. Ah, zu viele Fenster. So. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Damit hast du dir eine neue Fertigkeit freigeschaltet. Klicke hier Schnelltaste S, um deine Fähigkeiten anzuschauen. Gut, klicken wir auf S. Okay, also die ist also jetzt schon hier drin. Ja. Zuordnen, das bekommen wir noch hin. Hier ist die Kampfkraft gestiegen auf 424. Ich glaube, davor hatten wir 202, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt haben wir hier auf dem Rechtsklick haben wir zerschmettern. Nicht genug Wut. Ah, dafür brauchen wir jetzt die Wut. Das heißt, wir laden uns im Kampf mit Schlägen auf. Das ist jetzt halt dann so gesehen die Mana. Laden uns dann auf und können dann, während wir kämpfen, Fähigkeiten einsetzen. Das heißt, wir können gar nicht einfach mal so aus Jux und Dollerei ein paar Fähigkeiten durch die Map schlagen. Neue Erfahrungsstufe erreicht. Talente können erst auf Stufe 4 benutzt werden. Ist dann das hier? Also das verbessern oder wie? Wissen, verfügbare Wissenstalentpunkte. Okay.
glaube, das habe ich damals auch noch nicht geschafft. Ja, müssen wir echt mal weiter schauen einfach. Ich glaube, hier gab es jetzt nichts mehr. Haben noch auch irgendwas eingesammelt? Ich habe das jetzt gar nicht hier gefunden, oder? Also hier ist ja auch überhaupt nichts. Ist das vielleicht direkt ausgerüstet, oder? So, Quest abschließen. Wieder ein bisschen Erfahrung bekommen. Mächtiger Seelenrichter. Bekommen wir jetzt dann. So, also hier kommen wir dann ins nächste Gebiet, okay. So. So ist es dann aufgegliedert, man hat immer so kleinere Maps. Und Stadtgebiet, okay. Du hast das Stadtgebiet erreicht. Dieses besondere Gebiet. Ah, was? Okay, so schnell war ich jetzt noch nicht. Nee. Quest abschließen. Okay, das war eine schwere Quest. Sind wir jetzt gerade da durchgekommen? Weil zurück kommen wir da, glaube ich, nicht mehr. Wenn der hier mit seinem Zauber. Ja, Spieloptionen, bla. Hier haben wir erstmal einen Schmied. Quest abgeschlossen. Brauchen wir hier irgendwie Sachen, müssen wir für den sammeln. Müssen wir, kann man mit dem irgendwie handeln? Nee, anscheinend noch nicht. Anscheinend müssen wir echt irgendeinen Dreck für ihn erst erledigen. Gehen wir mal die hier hin, ne? Na, komm. Wut. Endlich, Drachenkrieger benötigen Wut für ihre besonderen mächtigen Angriffe. Wut wird durch bestimmte Fähigkeiten und durch erlittenen Schaden aufgebaut und verfliegt, wenn ein Drachenkrieger nicht kämpft. Also auch wenn wir Schaden bekommen. Wichtige Fähigkeiten. Führe neue Fähigkeiten eines Charakters mit der rechten Maustaste oder beliebten schnellsten aus. Ja gut, so viele Fähigkeiten haben wir noch nicht. Das war ja hier. Aber wir können jetzt mal dieses Zerschmettern ausprobieren, wie das ist. Das sind auch schon die ersten Gegner. Jetzt. Ja, okay, jetzt habe ich es nicht gescheit gesehen, weil hier die Info mit den Quest-Gegenständen kam. Ich habe mich da drauf kurz erst konzentriert. Aber ich glaube, wir kommen schon noch Gegner. Auf M gibt es Karte, ja, M-Map. Aber die ist ja sowieso immer nebenbei. Gelbe Fragezeichen, zu denen müssen wir hin. Ah, okay, das heißt, es ist eigentlich ein ganz normaler Schlag, bloß mit etwas mehr Bums dahinter. 200% des Grundschadens, 100% des Grundschadens. Okay, es ist einfach nur ein stärkerer Schlag. Aber ja, einfach. Ganz einfach. Müssen hier irgendwelche pilgerreichen Hölzer? Magische Blaustahl und irgendein Dokument. Okay, ja, wir schauen es einfach mal durch. Die Gegner kommen auch einfach irgendwie. Da, habt ihr es gesehen? Die kommen irgendwo her hier einfach. Schon wieder. Also zumindest irgendwie sehe ich die nicht. Hier hat es wieder Holz gefunden. Okay, das heißt, von diesen komischen Bäumen bekommen wir auf jeden Fall das Holz. Die kommen hier einfach immer aus irgendeinem anderen Baum rausgebrochen. Hier haben wir auch irgendwas. Alte Vase. Okay, gut, dann müssen wir dann auch 5 Stück untersuchen. Okay, untersuchen. So, einen starken Schlag. Ja, da gehen sie aber auch schnell, wenn wir so einen Schlag hier ausführen. Okay, insofern wir treffen natürlich. Ach, verdammt. Ich hab was bekommen. Ich glaube echt, der rüstet die Sachen automatisch aus. Und die... Ah, da steht auch... Wie viel die Plus machen? 38 KK. Wieso fängt denn das gleich so hoch an? Man hätte es doch auch mit normalen Zahlen machen können, oder? Oder gibt es da irgendwie was zu beachten? Also, man hätte doch jetzt auch einfach nur 400 umsteigen können. Das hätte es doch auch getan. Jetzt haben wir bei Stulpen bekommen, die genau die gleichen sind. Okay. Das haben wir natürlich gebraucht jetzt halt. Da oben kommen sie schon wieder. Also da halten wir auch Münzen. Wie viel haben wir denn? Wo steht denn das? Ah, hier oben steht's. 70 Silber. Na, Silber. Wo bin ich?
Kisten und Fässer können nützliche Gegenstände enthalten. Öffne sie mit einem Linksklick. Heiltrank. Den nehme ich und tue ihn. 7? Was hier? Ja, nehmen wir mal 7. Wo war ich gerade? Hier. Natürlich sind das 70 Bronze, keine Silber. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Man sieht ja auch, wir sind jetzt hier schon lang gelaufen. Wir müssen jetzt dieses Stück noch schaffen. Ja, ich klicke jetzt einfach mal drauf. Okay, wir haben jetzt hier dieses Dokument schon gefunden. Das war anscheinend das hier. Karma-Frei-Belege. Ja, den brauchen wir uns dann. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Hier wird uns ein Zerschmettern wieder neue Ausrüstung erhalten. Ah, okay. Klappenschild erhalten. Identifiziere die Ausrüstung mit einem Rechtsklick. Okay. Es hat einen Schaden dazu und noch viele Sockel. Und ist anscheinend auf jeden Fall besser. Man sieht es ja auch an den KK. Sieht jetzt aber nicht anders aus, oder? Ja, okay. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Gut, gehen wir weiter. Ist hier irgendwas? Also anscheinend gibt es ja Truhen. Hier kommt wieder ein erwachter Schlamm. Ich weiß gar nicht, wie. Also gerade brauche ich die Katze auf jeden Fall noch nicht. Und selbst wenn ich zu wenig Leben hätte, jetzt kommen ja immer diese Heilsbären. Und dann habe ich ja eh wieder voll Leben. Also von daher. Na, komm. Drei Hölzer noch. Komm auch hier. Ganz witzig. Ganz schön schnell hier. Der gibt mir aber auch einen Bitch Slap. Warte, ich kann es euch nochmal zeigen. Zumindest sieht es so aus mit seinen komischen Riesen, nennt sich Batsch. Batsch. So, wo sind denn noch Gegner? Wir haben es ja eigentlich auch gleich. Eigentlich brauchen wir noch ein so ein Holzding. Level Up sind wir auch gleich wieder, dann bekommen wir bestimmt die nächste Fähigkeit. Hier ist auch das Holz. Okay, jetzt müssen wir nur noch diese Vasen da untersuchen. Was war das jetzt? Erforderstufe 3. Okay, ja, das haben wir ja gleich. Jetzt ist das nicht mal für uns. Hier haben wir wieder Gegner. Das ist unser Level Up. Level Up. Level 3. Level 3. Ich fühle mich schon wie im High Level. Wütender Schwung freigeschalten. Okay. Greift mit einem schnellen Seitwärtsschlag an, der allen Gegnern unmittelbar vor dir 100% deines Grundschadens als physischen Schaden zufügt. Ah, und es baut sogar noch Wut auf. Okay. Ich kann es ja mal einsetzen. Ich will mir aber ein, die Magierfähigkeiten mal ein wenig spektakulärer. Aber okay, ich bin ja auch erst Level 3. Das neue High-Level, ja. Gut, Rüstung ist gewechselt. Jetzt haben sie noch weniger Chancen. Bam, jetzt kann ich doch mal einsetzen. Zack. Zack, das kann ich jetzt die ganze Zeit einsetzen, oder was? Das ist ja dann eigentlich schon besser als. Ja, okay, das baut 8 Wut auf. Was ist denn das die ganze Zeit? Es sieht irgendwie so aus, als würde man noch skillen können, aber das ist ja schon geskillt. Mal eine dumme Frage. Macht die hier eigentlich auch einen AOE-Schaden? Irgendwie ist das schwer herauszufinden, ob die beide trifft. Ah, das ist wieder eine schlechte Lage. Okay. So. Hier ist dann die letzte Vase, die wir untersuchen müssen. Komm, mach. Bringe dem Schmied Mühland. Okay. In der Festungsschmiede die gesammelten Materialien. Gut.
Haben wir gleich da. Sind wir uns bereit. Ja, so. Ich hoffe, dass wir hier rauskommen. Die ganze Zeit halten uns irgendwelche Monster auf, die aus dem Boden kriechen oder aus irgendwelchen Bäumen rausflutschen. So. Gehen wir zurück in die Stadt. Können wir das dem geben? Ihr seid wieder da. Surprise. Gesammelte Materialien geben. Okay. Sprecht mit Meister. Die Namen hier sind aber auch eine Zumutung. Quest abschließen. Betritt Grimmerstone. Und ziehe dort nach dem Rechten. Alles klar, Chef, mach mal. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nee, das ist nicht Grimmerstone. Wo ist denn das Zeug jetzt halt? Ist das hier oder was? Hey, das kann doch nicht sein. Ah, okay, jetzt können wir erst noch mal ganz kurz hier kaufen und verkaufen. Okay. So verkaufe ich das Zeug anscheinend ziemlich schnell, einfach mit einem Rechtsklick drauf. So. Hey, jetzt mal ehrlich, hier ist doch nichts. Hier ist echt nichts mehr, oder? Soll ich jetzt vielleicht nochmal nach da, oder? Aber das ist ja auch nicht dieses Grimmerstone, wo er mich hinschicken wollte. Mal gucken, ob da was ist. Aber hier, es gibt es doch nicht. Also so groß ist die Map ja auch nicht und so unübersichtlich. Jetzt hat. Aber davor war der Pfeil hier ja noch nicht. Ist ja auch ein bisschen doof. Aber okay, jetzt haben wir es ja. Puh. Komisch. Meister. Okay, Meister bla. So, hier kommen wir mal mit Gegner entgegen. Aber dann können wir mit diesem komischen Schwung jetzt halt ein paar mehr gleich auf einmal angreifen. Das finde ich auch ziemlich chillig hier, weil in den meisten Spielen ist es so, dass man sich jetzt halt einen Feind anmarkiert und ihm dann einzeln Schaden zufügen kann. Und hier, wenn es ein paar mehr auf einmal werden, kann man es auch gleich alle auf einmal niederknüppeln. Und wir bekommen dann auch noch irgendwie epischere Waffen, außer nur so ein Strich in der Landschaft. Vielleicht. Sagt mal. Hier. Schäbige. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Sorry. Ich hab das jetzt wieder gleich angezogen. Das wird jetzt hier Überwurf, okay. Und die XP steigen. So, hier kommt wieder. Erhobener Drachenkrieger. Oh, hier liegt aber nichts mehr, oder? Dann können wir weiter. Verfolgen dich über eine gewisse Distanz. Danach brechen sie die Verfolgung ab und heilen sich vollständig. Wieso sagen die mir das jetzt hat? Kommt jetzt da ein starker Gegner, wo ich wegrennen muss, oder? Alle in einer Reihe abgeschlachtet. Okay. Es steigt. 2 Silber haben wir bisher. Wir sind im Silberbereich. Mal schnell gucken, ob da noch was ist. Ja, können wir ohne Bedenken weiter. So. Auch über der Hälfte, da hinten ist unser Ziel. Ah, okay, hier ist ein Magier als Feind. Ja, der versucht sich gleich schon wieder zu verkriechen, um nach hinten zu verkriechen. Was? So, Stufe 4. Mit dem Magier. Stufe 4. Zu viel. Das war doch schon mal dran. Meisterschaftsgewinn. Okay.
Ja, das sind jetzt die Verbesserungen hier. Wutrausch. Rausch, wo ist denn das jetzt? Hier. Ah, okay, also wir haben jetzt halt verfügbare Erfahrungstalentpunkte 4 Stück und das kostet jetzt halt 2. Und dann bringt das erhöht die von Wutschlag angegebene, ach, aufgebaute Wut auf 10. Okay, gerade sind es 8. Ich würde sagen, wir heben uns erstmal die Punkte ein bisschen auf. Ich weiß nämlich echt noch nicht. Da haben wir wieder eine schäbige bestimmt. Eine schäbige Kiste. Ich heb mal kurz die Wutpunkte ein bisschen auf, weil ich weiß noch nicht ganz so, was gut und was schlecht ist. Da auch ein Bogenschütze. Ah, das geht gut. Das geht gut. Ich hätte auch 2 Wege. Und das ist ja eine Zombie-Version hier. Die ganze Zeit kommen sie irgendwie. Ich will natürlich, ich gehe jetzt auch noch mal kurz zurück. Ich will natürlich keine Truhen am Anfang schon verpassen. Bessere Ausrüstung. Höhere Kampfkraft. Lege die Ausrüstung mit dem Rechtsklick an. Ah ja, okay, das ist natürlich auch entspannt. Das heißt, die bieten uns dann direkt an, das auszurüsten. Natürlich voll ins Fehler reingelaufen. Andermant. Das kostbare Andermant gefunden. Einige Händler bieten dir für Andermant besonders seltene Gegenstände an. Ja, ich glaube, so viel hat man auch am Anfang noch gar nicht. Das kommt, glaube ich, davon, weil die ganzen Andermant-Steine, oder ja, was auch immer das ist, Andermant-Währung halt, weil die ganzen Andermant werden von Charakter zu Charakter zusammengezählt. Und das heißt, ich habe. Oh! Invasion! Invasion! Da kann ich hier mit meinem wütenden Schlag alle weg snacken. Hier ist. Ach, das sieht aus wie zum Lecker. Das ist ja um einiges besser. Jetzt haben wir eine. Was war denn das gerade? Jetzt haben wir eine Axt. Zum Köpfe spalten. Ja, an der Wand war ich gerade noch. Okay. Auf jeden Fall werden die zusammengezählt, diese Andermant. Von meinem Magier und von dem Krieger ist das. Muss ich jetzt erst irgendwo schlafen? Okay, ganz gut eigentlich, dass man hier so einen Magier dabei hat. Der kann schön für mich stunnen. Was gibt's da? Was gibt's da Besonderes? Das muss doch besser sein. Lust wird 14. Das auf jeden Fall. Das nehmen wir. Ja, die haben wir, glaube ich, auch schon ausgerüstet, also. Ja. Wie, das war's jetzt halt? Das war's? Kann nicht sein. Oder? Okay, es geht weiter im Dungeon anscheinend. Verbindung, Verbindung. Ah, okay, doch, es geht noch weiter. Also hier hinten sieht es aber fürs nächste aus, als würde es noch weitergehen. Und ich denke, es hat irgendwas mit diesen feurigen Fußspuren hier zu tun. Der war auch, glaube ich, irgendwann mal hier so ein Endboss. Deswegen, ich habe ja einen jetzt schon erwartet. Und der Magier macht hier gerade auch nichts. Ich als Krieger mache hier mehr Leute platt als er. Schade, er lässt dich einfach. Er lässt dich? Ist er zweiter verfolgt? Also normal ist es ja echt so, der Magier macht hier den meisten Schaden oder sollte eigentlich den meisten Schaden machen. Ich, soweit ich weiß, bin der Tank. Ja gut, wenn ich jetzt nicht drin, wie viel Lebenspunkte ich im Vergleich zu einem Magier habe. Oh, das war die falsche Taste. Na? Sehe ich das gerade einfach nicht? Okay. Lebenspunkte, hier Lebenspunkte natürlich. 250. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie viel ein Magier hat. Was ist denn los? Wir droppen eine bessere Sache nach der anderen. Eine Keule. Ja, natürlich, die kann man auch brauchen.
ganze Zeit bekommen wir neue Sachen. Das ist wunderbar, wenn es das ganze Spiel so lange geht, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Die andere Mann. War das jetzt, ist das jetzt halt, weil wir einen halben Boss oder so geschlagen haben? Vielleicht bekommen wir immer nur bei halben Bossen solches Andermant. Ich weiß es auch gar nicht mehr, wie ich das bekommen habe. Ich glaube durch Quests oder so. Habe auch gerade überhaupt keinen Einschätz im Vermögen, ob das viel oder wenig Andermant ist. Ich glaube aber, es ist eher wenig. Stufe 5. Ja, das Level macht eigentlich schon ziemlich Spaß, finde ich jetzt dafür. Guck, der Sprung, da ist wieder was freigeschalten worden dann. Oder? Ja, hier. Das ist sicher alles gleich durch, wenn wir fertig sind hier. Ja, komm, schlag der dich. Schalten wir gleich mehrere Sachen frei hier. So kann man sich natürlich auch einen Weg verschaffen. Dass man hier einfach mal ein bisschen Zeug hinklatscht. Ah, jetzt sollten wir im Endgegner sein, oder? Ah, das sieht doch fast nach dem Endgegner aus. Ja, jetzt, was wird das? Ah ja, okay. Gut, vielleicht wieder instunnen. Ich vergesse es immer. Ich will immer gleich meine Specials einsetzen. Ich muss auf mein Leben achten, weil ich glaube, der sollte doch eigentlich mehr Schaden machen. Oh, das sollte ich nicht verstehen. Okay, Schaden macht er noch keinen. Aber ich muss jetzt an dem Punkt echt mal sagen, es ist eigentlich schon ziemlich geil animiert. Von den Fähigkeiten, wenn wir jetzt sowas machen, ist im Bildschirm schon ziemlich viel Action. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass vielleicht noch 20 kleine Viecher hier rumhuschen. Oh, eine blaue Axt. Nee, erstmal hier. Ich will jetzt Inventar, geh weg. Na, okay. Boah, 30 Rüstungswert und jetzt hat. Ah, 3 Rüstungswert und jetzt 30, genau. Wieso will das nicht? Okay. Die sind aber auch nicht gerade hübsch. Die Handschuhe haben wir auch rein und jetzt hat hier eine blaue Waffe. Ich bin gespannt. Da oben steht es aber schon. Ne, okay, wurde anscheinend doch etwas anders, aber es ist zweihändig. Sag ich mal, ob man da jetzt eine zweite Hand braucht. Hier, ja, okay, hier ist es vielleicht logisch, dass er eine zweite Hand braucht. Aber da würde doch locker noch ein Schild reingehen. Puh. Dann werde ich es, glaube ich, im Laufe des Spiels machen, dass ich einfach immer eine zweihändige Waffe habe und eine einhändige und ein passendes Schild dazu. Und dann kann ich immer je nach Belieben halt das ausrüsten. Mache ich es gleich schon mal so. Hier die Waffe, Schild, das kann ich hier runter. Mal so ein paar Grundsachen einfach. Gehen wir noch da. Dann machen wir es so. Ich weiß gerade nicht, was ist denn das Wertvollere? Okay, ich glaube, das ist zum Wiederbeleben. War das, glaube ich, irgendwas. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Gut, und das heißt, den ganzen Shot kann ich verkaufen. Das behalte ich erstmal, die ersten paar Items hier. Ist nichts mehr, oder? Nee, kann ich auch nicht durch. Ja, was ist denn jetzt noch das Problem hier? Irgendwas übersehen? Ich klicke nochmal an. Geht da. Das ist aber auch irgendwie schon wieder komisch. Fehlt es da schon wieder am Pfeil oder? Vielleicht mache ich mal kurz einen Relog. Mach ich einfach mal kurz einen Relog. Vielleicht fehlt da echt schon wieder ein Pfeil. Das kann es doch gar nicht sein. Weil ich wüsste jetzt echt nicht, wie ich hier sonst noch weiterkomme. Probieren wir einfach mal.
Was soll das? Ich. Jetzt laufen zwei von denen hier rum, oder wie? Ich hab. Was? Jetzt muss ich doch mal kurz gucken. Nein, also. Das ist jetzt aber komisch. Also, sorry, dass ich gerade so. So verblüfft bin über das. Ey, was ist denn das? Ich habe gerade echt gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss zurücklaufen. Mentor-Bonus? Ja, puh. Habe ich da irgendwie einen Mob vergessen? Ich habe keine Ahnung. Verdammt komisch einfach. Also ich schaue ja nebenbei ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt bei fast 36 Minuten. Oder 35? 35. Und jetzt darf ich hier nach dem Fehler suchen vom Spiel, oder wie? Hier muss doch irgendwas jetzt noch sein, um weiterzukommen. Andere Frage wäre natürlich, wie oft wir uns ausloggen und einloggen sollten, bis dann, also wie viele diese Meister-Vihiltra-Dinger kommen. Weil es stehen ja schon zwei da vorne. Hier ist doch nichts mehr. Ich verstehe das nicht. Habe ich das irgendwie geschlossen, um hier weiterzukommen? Das ist ja komisch. Und der heilt sich die ganze Zeit. Okay, hier müsste ich auch einfach nochmal pausieren und gucken, was der Fehler ist. Tut mir leid, ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Ich mache dann einfach direkt weiter, wenn ich den Fehler habe. Ja, echt komisch. Also dann pausiere ich jetzt nochmal und suche nach dem Fehler. So, da bin ich wieder. Es hat kleine Probleme gegeben. Jetzt dann habe ich auch endlich die Quest. Ich ja, muss jetzt das ganze Zeug nochmal von vorne machen. Ich habe es auch jetzt schon zum dritten Mal. Ich erkläre jetzt gleich einfach nochmal ein bisschen. Es war ja jetzt halt das Problem, das war gestern übrigens. Also ich habe jetzt echt schon wieder einen Tag gewartet. Ich habe dann gestern einfach aufgegeben. Ich kam einfach nicht mehr voran. Ich konnte auch nichts dafür, ich konnte nichts dagegen machen. Ja, mit der Woche geht es auf jeden Fall aber alles auch schneller. Auf jeden Fall, ich kam gestern nicht weiter, es war einfach ein Bug. Die ersten 30 Minuten spielen und gleich mal einen Support halt geschrieben. Ich habe dann rumprobiert, habe mich ausgeloggt, wieder eingeloggt, dann war ich wieder in dieser komischen Stadt hier. Und dann habe ich auf einmal die Quest bekommen, bin wieder in die Festung des Bündnisses gegangen, hätte eigentlich hier hingehen sollen. Dann ging das wieder nicht, habe mich wieder ausgeloggt, war wieder ausgeloggt. Für ein paar Minuten, um mich dann wieder einzuloggen, und es hat halt einfach alles nichts mehr gebracht. Dann habe ich langsam eingesehen, dass ich hier nicht weiterkomme, und habe den Support angeschrieben, die mir allerdings auch echt schnell geantwortet haben. Haben mir erstmal eine Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen. Ich habe schon gesagt, ja, dies, das, ich habe alles probiert. Ja, und jetzt hat der Support meinen Charakter nochmal hierher geschickt. Und ich hoffe doch, dass es jetzt echt funktioniert. Also das Problem war ja echt, dass wir hier diese Quest da nicht hatten. Anscheinend. Aber jetzt haben wir sie jetzt. Jetzt muss ich halt echt mal gucken. Ich habe hier dann hier geschaut. Ich klicke mal auf J. Hier, Q. Jetzt habe ich sie ja. Jetzt muss ich dieses Grab finden. Ich glaube echt nicht, dass wir die hatten. Aber ich habe da ehrlich gesagt gar nicht mehr so drauf geschaut dann. Ja gut, ein kleiner Bonus dann ja am Anfang, weil ich jetzt halt ja diesen Endgegner da schon. Oh, da war eine Kiste. Da war ich jetzt diesen Endgegner schon zum dritten Mal dann machen werde. Habe ich jetzt halt einen kleinen XP-Boost gleich mal am Anfang und. Habe ich die Waffe? Habe ich die Waffe bekommen? Puh. Nee, anscheinend nicht. Aber das Inventar ist auch mehr als voll. Also das platzt ja echt aus allen Nähten.
Das bringt mir auch im Endeffekt jetzt gar nichts mehr einzusammeln. Geht ja eh nicht. Aber Münzen, die gehen immer. Ist ja auch eigentlich ganz schön anzusehen, dass jeder hier ein One-Hit ist. Aber ich möchte jetzt doch dann endlich mal in die erste Stadt gehen. Ja, das Video wird jetzt auch leider unnötig lang. Ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten, was jetzt gerade alles so passiert ist. Ich meine, klar hätte ich jetzt auch einfach wieder die Aufnahme starten können, wenn ich dann schon durch bin. Aber ich möchte halt jetzt echt zeigen, wo ich wieder bin und was passiert ist. Ja, gut. Es war ja früher mal ein Browser-Game, jetzt kann man es runterladen, das Spiel. Eigentlich sollte sowas ja nicht passieren. Aber ich sag jetzt mal, es ist nicht ganz so schlimm. Der Support hat mir schnell geantwortet. Da geht es schon mal. Ist ja nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, das passiert jetzt einfach nicht mehr so oft im Laufe des Spiels. Wenn jetzt am Anfang mal das Tutorial ein bisschen hängt, ja, mein Gott, dann soll's halt. So, erschlage den verhüllten Kultisten. Ja, gut, schauen wir jetzt mal weiter. Ich beobachte jetzt echt mal ein bisschen die Quests. Okay. Sieht schon mal besser aus. Gut, dann gehe ich jetzt in die Festung des Bündnisses. So, jetzt halt macht die Quest Folge den untoten Grimmark. Zurück in die Festung des Bündnisses und erschlage ihn. Ja, das hat er aber immer gesagt. Also hier diese Sprechblase. Ja, die erste Map ist ja sowieso die etwas größere. Ich feiere das Aussehen voll von meiner Fähigkeit hier. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Blutiger Rundumschlag. Also die Animation ist schon echt eigentlich schon ziemlich nice. So, hier. Geht alles viel, viel schneller jetzt mit den Waffen. Und auch wenn die Gegner noch so schlecht sind. Ja, stimmt, dann kann ich es ja echt so machen, dass ich, wenn ich stärkere Gegner habe, mein Schild ausrüste. Und wenn ich solche schwachen Gegner habe, ich meine, ein One-Hit ist das. Wenn ich hier solche schwachen Gegner habe, die mir eh nichts ziehen, dann kann ich ja meine starken Äxte ausrüsten. Also die Zweihänder. Hey, ich bin jetzt gleich Level 7. Ich glaube, man sollte echt nicht so hoch sein in dem Bereich. Das Spiel geht auch, glaube ich, nur bis Level... Ja, Keule, geht nicht. Das Spiel geht auch, glaube ich, nur bis Level 50. So, jetzt schauen wir mal. Ob es jetzt da geht, ich hoffe echt. Dann schlage ihn. Naja, okay, erschlagen. Ja, ich bin gerade ein bisschen vorsichtig. Vielleicht muss ich irgendwo erst hinlaufen, aber... ja, wir sollen ihn erschlagen, also. So, jetzt haben wir ihn gleich. Und ich hoffe es. Sprich mit Meister, wie, bla. Endlich, er hat ein Fragezeichen. Ja, Quest abschließen. Ja, die Quest ist abgeschlossen und der Pfeil ist da. Oh. Das ist so ein befreiendes Gefühl. Ich habe jetzt echt einen Tag gewartet. Ich wollte gestern unbedingt noch das Let's Play zu Ende spielen und endlich weiterkommen. Ja, jetzt schicken sie mir hier den Rückruf, um dich zur letztbesuchten Stadtgebiet zu teleportieren. Ja, das hätten wir vorher vielleicht ein bisschen gebraucht. Ja, das ist also die erste kleine Stadt. Es folgt aber dann ziemlich bald auch hier viele andere Spieler, mit denen du chatten oder Gruppen für schwierige Aufgaben gründen kannst. Okay. Nehmen wir auch mal, schließen wir kurz ab. Ja, ich wollte hier wollte ich eigentlich hin, ja. Das wollte ich im ersten Let's Play erreichen. Und ich wollte es echt unbedingt gestern noch zu Ende machen. Aber dann ging es halt leider nicht. Ja, gut. Ich denke, dann beende ich jetzt hier mal das erste Let's Play von Drakensang.
waren echt, also echt, weil jetzt halt ein richtig harter Weg bis hierhin. Und vor allem auch ein komplizierter Weg. Aber okay, wir haben es im Endeffekt geschafft. Und ja, gibt es von meiner Seite auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Mir hat es bisher auf jeden Fall Spaß gemacht, zumindest so lange, wie ich gespielt habe. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei.